Wollen wir unser Leben denn wirklich wegen zwei Schilder, die wir finden, beenden? Nein, wollen wir nicht. Damn it. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen uns räuspern, während wir aufnehmen. Weil die Zuschauer das total geil finden. Hoch hier. Hoch da. Ja. Hier setzen wir die Schilder nun ein. Was passiert dann? Wir wissen es nicht. Wir wollen es wissen. Lassen wir es einfach geschehen. Ja, wir werden von der Tür bewegt. Sie bewegt unser Innerstes und führt uns dazu, neue Grenzen zu... Nein, Quatsch. Aber wir können hier rein. Und das ist ja schon mal ein Gewinn auf eine eigenartige Art und Weise. Na, ich wollte die Bombe zünden, bevor ich sie werfe. Jede Menge Zombies, eine Bombe und nicht mehr jede Menge Zombies. Das ist eine interessante ihr wisst schon, ne? Wer kommt da raus? Großvater Siegfried! Dich habe ich ja mein ganzes Leben lang vermisst. So. Wir müssen nicht. Und jetzt, wo du wieder lebst, töte ich dich. Das ist Effizienz. Los, Großvater. Du bist 200 Jahre alt. Was? Geht das? Egal. Du bist 200 Jahre alt. Du willst doch gar nicht mehr leben. Komm schon, stirb. Bevor du auf die Idee kommst, aus deinen alten Jahren noch in die Politik zu gehen, trotz deiner Demenz. Wir haben genug davon, also stirb. Stirb bitte. Also, das ist jetzt total egoistisch, wie du dich hier verhältst, dass du einfach nicht sterben willst. Und deine ganze Gefolgschaft da auf uns hetzt, also das geht so nicht. Ah, er ist tot. What the devil? Wir haben einen Menschen getötet. Oh mein Gott. Nie wieder darf es geschehen, dass wir irgendein Wesen, irgendeiner Form töten. Töten ist etwas Böses. Wir werden nie wieder Blut vergießen. Weder blaues, noch lilanes, noch grünes. Na gut, lilanes vielleicht. Aber grün niemals. Und wir haben einen Bart gefunden. Und den tragen wir jetzt. Überhaupt nicht auffällig, wenn so ein Skelett einen Bart trägt. Ich meine, je nachdem, wie gut du dich rasierst, bist du halt ein Skelett. Da bleibt von der Haut nicht viel übrig. Wir möchten da rein. Good evening. In you go, sir. Hätten wir die Verkleidung und den Bart nicht und die Mitgliedschaftskarte, wären wir nicht da reingekommen. Was ist das denn für ein Club? Wäre interessant. Good stranger. You look for the Egyptian one. She was here. I told her what's been happening, but the Ripper, he's been working for all my girls. I think she's gone to find him. I tried to stop her, but she's a headstrong girl. If she means anything to you, you better find her before it's too late. Quick, hurry to the clock tower. But before you go, fortify yourself with this. Ja, jetzt aber. Das Jahr kam ein bisschen zu früh. Okay, was ist jetzt gerade passiert? Ja, wir wurden von einer Prostituierten zu Kräften gebracht und motiviert. Das hat noch nie jemand so stumpf ausgedrückt. Weg hier. Ich gehe falsch. Am Ende kommt sowieso raus, dass ich richtig gegangen wäre. Mein Orientierungssinn ist für ein Pavian-Hintern. Aber, wo wir gerade bei Pavian-Hintern sind, die Polizisten können wir nicht töten. Die sind, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe schon gesagt, dass wir die Polizisten töten, nicht töten. Ja, wisst schon. Naja. Wir müssen jetzt zum Clock Tower laufen. Das werden wir tun. Wir ändern praktisch die Spielserie, die wir spielen. Wir spielen jetzt nicht mehr Medieval, sondern Clock Tower. Ich hoffe, ihr versteht das. Nein, nicht hier rein. Sondern durch dieses Portal. Und? Da ist Kia. Wir können sie noch retten. Ups. Ich würde sagen, das zahlt keine Krankenkasse. Nein, nicht gegen die Kamera. Nicht gegen die Kamera.
So ist sie verblichen. Dabei wollte sie uns nur helfen und ihre Freiheit haben. Wir sind zurück im Labor des Professors. Der Professor hatte die Idee, hey, wir können Kia ja losschicken. Und wir reden mit ihm. Well, did you find her? Teile von ihr. And? Oh no, she's dead and it's all my fault. I'll never be able to forgive myself. Anyway, I'm picking up some bizarre signals from the cathedral. We must investigate. No, not me. Come on, not quick. No, Dan, that's just what he wants. If we give up now, all of London will be his. And with London, the rest of the Empire will follow. He can have it. I don't care. Dan! Near, far, wherever you are, I'm in the sewers, and right now I'm asking the ghost. The professor asked me to give you this. Was hast du für mich? Eine Gewehr. All right, Dan, you've come a long way. I'd save if I was you. I'd save if I was you. Ein Gewehr haben wir gefunden. Dieses Gewehr ist nicht gerade stark. Glaubt es mir. Glaubt mir. Nur mir. Hier seht ihr übrigens Whitechapel. Dieser Safe ist von meinem... the sewers. Dieser alte Safe ist von meinem missglückten Versuch. Yay. Und hier machen wir das nächste Mal weiter. Bis dahin. Ciao.